Hallo, liebe Faktenfreunde, und willkommen zu Fantastic Studies and Where to Find Them, wo wir spannende Forschungsergebnisse aus wissenschaftlichen Arbeiten zusammenfassen. Mit jedem Video werfen wir einen Blick auf ein weiteres inspirierendes Paper aus den Bereichen Nachhaltigkeit, Toxikologie, Chemie, Klimawandel oder Ernährung. Das heutige Thema sind wieder Alternativen zu Tierversuchen. Aber dieses Mal konzentrieren wir uns auf den mit Barrieren verstellten Weg zu tierversuchsfreien chemischen Tests und deren Akzeptanz. Im Jahr 2012 veröffentlichten Schifferlers und Co-Autoren einen Artikel über die behördliche Akzeptanz und Anwendung der sogenannten 3R-Methoden. 3R steht für die Reduzierung, den Ersatz und die Verbesserung von Tierversuchen. Im Englischen also Reduce, Replace and Refine. Daher werden 3R-Methoden auch als Alternativmethoden bezeichnet. In diesem Video erfahrt ihr, welche Beschleuniger die Reform des traditionellen tierbasierten Testsystems vorantreiben und welche Barrieren es schützen. Außerdem erfahrt ihr, wie die behördliche, also die regulatorische Akzeptanz von Alternativmethoden in Zukunft verbessert werden könnte. Lasst uns zunächst einen Schritt zurückgehen und herausfinden, warum die regulatorische Akzeptanz überhaupt so wichtig ist. Um die Sicherheit der Umwelt und des Menschen zu gewährleisten, müssen Chemikalien getestet werden, bevor sie kommerziell eingesetzt werden können. Da dies eine gesetzlich vorgeschriebene Anforderung für die Regulierung von Chemikalien ist, spricht man hier von regulatorischer Toxikologie. Regulatorische Tests werden von der Industrie durchgeführt und bezahlt, aber von staatlichen Regulierungsbehörden kritisch bewertet. Traditionell werden regulatorische Tests unter Verwendung von Tierversuchen durchgeführt. Im Jahr 2017 wurden 23% aller Tierversuche in der EU per regulatorische Tests durchgeführt. Die regulatorische Akzeptanz von Alternativmethoden ist daher ein wichtiger Schlüssel zur Reduzierung von Tierversuchen. Um herauszufinden, was die regulatorische Akzeptanz von Alternativmethoden beschleunigt oder behindert, befragten die Autoren des Papers Experten aus EU- und US-amerikanischen Regulierungsbehörden der Industrie und der Wissenschaft. Darüber hinaus nahmen sie an internationalen Konferenzen zur regulatorischen Toxikologie teil. Dann verdichteten sie ihre Ergebnisse in einem Mehrebenenmodell. Das besteht aus einer Nischen-, einer Regime- und einer Landschaftsebene. Mit jeder Ebene sind viele Beschleuniger und Barrieren verbunden. Wenn ihr euch für das vollständige Bild interessiert, wechselt einfach zur erweiterten englischen Version dieses Videos, indem ihr auf den Link in der Videobeschreibung klickt. In dieser Kurzfassung geben wir nur einige wenige, aber interessante Beispiele. Eine mit der Nischenebene verbundene Barriere sind die Personen, die sich mit Alternativmethoden befassen. Viele Toxikologen haben umfangreiche Erfahrungen in der Durchführung und Bewertung von Tierversuchen, sind jedoch nicht in der Durchführung und Auswertung von Alternativmethoden ausgebildet. Gleichzeitig werden aber die Vorteile von Alternativmethoden zunehmend anerkannt. Beispielsweise sind sie im Gegensatz zu Tierversuchen oft billiger und reproduzierbarer. Auf Regimebene weisen die Autoren darauf hin, dass die Informationsverteilung zwischen Behörden und Industrie ungleich ist. Einerseits verfügen die Behörden über ein tieferes Wissen über die gesetzlichen Anforderungen und kennen die genauen Kriterien für die Akzeptanz von Alternativmethoden. Andererseits verfügt die Industrie über mehr Daten und mehr praktische Erfahrung bei der Durchführung von Alternativmethoden. Als letztes Beispiel gehen wir noch kurz auf die Landschaftsebene ein. Hier unterstützen nämlich wir als Gesellschaft den Tierschutz. Der ist ein starker Beschleuniger für die regulatorische Akzeptanz von Alternativmethoden. Wir scheuen uns jedoch auch häufig, nur das geringste Risiko einzugehen, insbesondere natürlich, wenn es um unsere Gesundheit geht. Aber somit wirken auch wir als Gesellschaft als eine Barriere. Die Autoren empfehlen nun 3 Hauptschritte, um die regulatorische Akzeptanz von Alternativmethoden zu verbessern. Erstens soll die ungleiche Verteilung von Informationen zwischen Industrie und Behörden minimiert werden, indem die Industrie ermutigt wird, ihre Daten zu teilen und in den Behörden im Bereich Alternativmethoden geschult werden. Gleichzeitig sollten wir Plattformen schaffen, auf denen Behörden und Industrie ihre Erfahrungen und ihr Wissen austauschen und in einem neutralen Umfeld diskutieren können. Zweitens schlagen die Autoren vor, schrittweise neue Methoden aus alten herauszuentwickeln und zu akzeptieren, dass in vielen Fällen mehrere Alternativmethoden kombiniert werden müssen, um einen einzigen Tierversuch zu ersetzen. Und drittens
brauchen wir mehr Einzelpersonen oder Organisationen, die als risikobereite Akteure oder Brückenbauer fungieren und bereit sind, ein bestimmtes Risiko einzugehen oder zwischen Parteien zu vermitteln. Als nächstes stehen verschiedene Ernährungsweisen auf unserem Programm und wie nachhaltig und umweltfreundlich sie sind. Schaut euch doch bei Interesse mal den Link in der unteren rechten Ecke an. Quellen und weitere Informationen findet ihr in der Videobeschreibung. Danke fürs Zuschauen und bis bald!